Juhu, Donau-Feeling, geil. Ciao, schönen Tag. Servus Freunde, heute bin ich auf der Donau unterwegs. Zwei-Tagestour von Ingolstadt bis nach Regensburg mit meinen zwei alten Freunden und mit der Frau von einem Freund und Hund und Sonnenschirm im Boot. Das wird jetzt bestimmt lustig und ich freue mich total. Ja, genießt die Tour, habt Spaß. Wir sehen uns später. Ciao. Ingolstadt ist eine nette kleine Stadt, muss ich schon sagen. Na gut, dann hackeln wir mal zum Wehr. So, erste Panne behoben. Wir hatten schon ein Loch im Boot, aber der Walter hat ein super Tape gehabt, alles zugepappt, passt. Und weiter geht's Richtung Wehr, noch 4 Kilometer zum Wehr. Es wird noch hackeln. So, jetzt haben wir Wehr Vohburg. Das habe ich vorhin schon gesehen, wenn eh der Boden schon. Ja, ja. Schlimm ist das drunter. So. Das war dann nicht so der Brücken, wir haben es erst davor gewusst. Das war schon Hackelei, gell? Der Punkt war ja der Bahnhof. Ja. Dass die hier keinen Bahnhof haben. Eingestiegen. Dass die hier keinen Bahnhof haben. Unglaublich. Thank you.
so Hunger. Voll gegessen bis zum Anschlag. Wurstsalat, Fleischpflanzl, Radler. Das war jetzt fein. Jetzt suchen wir noch einen Pennplatz und alles gut. Jo. Was für eine Traumgegend, oder? Ich kann dir davon Bilder schicken, wenn ich am Computer dann so Screenshots mache. Thank you.
Wann wird hier wild? Ja, ich glaube nicht. Offensichtlich gar nicht. Also ich weiß noch, die Wände da vorne, da habe ich das Gefühl gehabt, es wird stabil. Und das ist diesmal gar nicht.
Was für ein schöner Abschnitt der Donaudurchbruch. Voll genial. Hat mir sehr gut gefallen. Richtig schön. Und das morgens ohne Touridampfer. Ein schöner Abschnitt, gell? Ja, aber es war meine Brille, was so wahnsinnig geil macht, diesen Himmel. Ja, meine Brille macht den Himmel auch geil. Oh Mann, ist das schön. Was für eine Ruhe. So genial. Selbstverständlich. Hast du Critical griffbereit? Ja. Sehr gut. Critical geht. Aber was auch geht, ist dieses sogenannte medizinische Gras von meinem Patienten. Also, der Walter steht mitten in der Donau. Der Walter steht mitten in der Donau. Flatter, flatter. So schön. Guten Morgen. Servus. Thank you.
Sag mal, wie viel von den Touri-Dampfer stehen denn da? Das geht noch weiter. Wahnsinn, hey. Viere. Na, die Viere, oder? Mit was fahren die? Mit Öl oder Gas oder elektrisch? Gute Frage, gell? Ja. Oh. USA, yeah. So was liebe ich hier. So, dann haben wir mal wieder ein paar Wellen.
Sommer. Hier ist zu warm, hä? Der ist sehr schön hier, ja. Schau mal den da. Ja. Hammer. So noch Zelt aufbauen. Das ist doch super schön. Ja. Das ist ja geil hier. Voll abgefahren. Das ist ja total geil hier. Aber gerade so.
Da ist er. So, Freunde, jetzt sind wir kurz vor Regensburg, ein paar Kilometer vorher, und da endet unsere Tour. Es war sehr, sehr schön, das hat mir sehr gut gefallen. Bis auf eins, ich würde nie wieder in Ingolstadt einbooten. Die 12 Kilometer zu dem Wehr nach Voburg, das ist gnadenloses Neihackeln. Stillstand auf dem Wasser, echt Wahnsinn. Aber ansonsten war es eine sehr coole Tour, hat mir sehr gut gefallen. Mit einem netten Übernachtungsplatz. In Regensburg sind wir jetzt nur auf dem Campingplatz für eine Nacht. Und morgen geht es dann wieder heim. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet das ein wenig genießen. Ciao, Freunde, macht es gut. Peace. Mit live müssen. Der Sauf muss jetzt hier hoch jetzt. Hä? Der Sauf muss jetzt hier hoch jetzt. Hier. Das ist doch schon wieder voll das Spießerfest. Da geht's auch. Macht mal eine gescheite Musik, sie fix. Ja, ja. Ich bin scheiß. Ich kotze gleich in das Boot, ey. Geile Musik, ja, geil! Ich reiche jetzt bloß weg hier. Heute hat er ein Kind, da müssen wir reden. Das heißt, wir machen das. Ich hab noch Party überhaupt keine Ahnung. So, jetzt habe ich wieder rumbaselt und gemeckert. Jetzt ist die Welt wieder in Ordnung.
Servus. Ist hier auf großer Fahrt? Von Ingolstadt bis hierher. Ja, cool. Ja. Weil Sie so eine große Wasserflasche da dabei haben. Wir sind ja so am zweiten Tag unterwegs, ja. Oh. Ja. Suchen wir noch den Campingplatz, der müssen wir auch gleich kennen. Der kommt etwa 200-300 Meter weiter. Okay. Gute Aussage, hast gehört, Walter. 200-300 Meter. Ich hab schon gesagt, ich hab schon gedacht 2-3 Kilometer. Das haben wir halt schon ein paar Mal gehört. Servus.